Alena gegen Nico Rosberg. Wer muss an die Box? Nico, für dich sehe ich rot. Das Minicar-Duell. Alena, 9 Jahre, behauptet, ich durchfahre mit meinem Minicard einen Parcours schneller als Formel-1-Champion Nico Rosberg. Alena und Nico müssen so schnell wie möglich die vorgegebene Hindernisstrecke durchfahren. Sollte es dabei zur Berührung eines Hindernisses kommen, gibt es eine Zeitstrafe von 1 Sekunde. Jeder hat 3 Versuche. Wer die schnellste Zeit fährt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Die Zeit läuft, wenn du über die Startlinie fährst. Jetzt! Das ist eine super schwierige Strecke. Sensationell gemeistert. Jetzt 360 Grad um die Tonnen rum. Wie ein Uhrwerk. Aufpassen, Wahnsinn, dass man Wahnsinn, nicht. Wahnsinn. Jetzt kommt vielleicht die schwierigste Stelle überhaupt. Das ist extrem schwierig. Ja. Wow. Super gemacht. Und aufpassen hier. Kopf einziehen. Ja, sehr gut. Keine Berührung. Perfekt gelöst. 360 Grad hier in den Kreisern. Oh, eine Berührung müssen wir notieren. Und dann geht's in die Slalomstrecke. Nicht überpacen. Das Ziel ist nah. Und es geht durchs Ziel. Sehr gut, Alena. Nico, du kannst schon mal in deinem Kart Platz nehmen und Richtung Startlinie fahren. Das waren plus 1 Sekunde Strafzeit. Für die eine Berührung waren wir bei 55,4 Sekunden, Alena. Das ist die erste Zeit, die notiert ist. Also, wenn ich noch mal sagen darf, das sieht bei der Alena nicht ganz so schwierig aus, aber das ist monsterschwierig, dieser Parcours. Das werden wir wahrscheinlich gleich sehen, wenn du fährst, oder? Wie schwer es ist. Nur noch mal zur Sicherheit, ne? Also auch hier und da braucht man vielleicht tatsächlich mal, bevor irgendwas passiert, den Fuß. Ne? Also das ist nicht verboten. So, auch dir drücken wir die Daumen. Erste Zeit von Nico. Wir gucken uns das an. Und wann immer du willst, auf los, geht's los. Los, tanz! So, die erste Hürde. Achtung, das ist ja sehr gut genommen. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht gegen die Hindernisse fährt. So. Nicht zu schnell werden, aber der Fuß am Boden bremst natürlich auch. Also das ist nicht wirklich ein Vorteil. Aber es erlaubt Nico vielleicht sauberer zu fahren. Ja, durchgeslidet. Jetzt Kopf einziehen, Kopf einziehen. Ja, sehr gut durchgekommen bisher. In die 360-Grad-Schikane. Sieht gut aus, Nico. Ziel gerade, komm. Außenrum. Ja. Gut, weiter, 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 weiter. Gute Zeit. Unter 1 Minute, 59,4. Wie viel war vorhin? Habe ich vergessen. 55, wir können noch mal die Zeiten einblenden. 55,4 und 59,4 waren es bei dir. Am Ende vielleicht in der Slalomstrecke ein bisschen verkantet. Ne? Da ging der Speed ein bisschen raus. Aber bis dahin war es auch von Nico Rosberg eine gute Fahrt. So, Alena, du bist bereit, möchtest deine eigene Zeit natürlich noch mal verbessern. Ja. Und ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Auf geht's, Alena, Zeit läuft. Gewöhnung ans Gerät hat stattgefunden. Ah, war da die Sekunde bei ihr noch drauf? Die war schon drauf. 55? Ja, ich war bei 54,4 und die Sekunde war drauf. So. Alena ist den Kurs wahrscheinlich jetzt schon auch im Schlaf durchgefahren. So, wieder rein hier in die Wendelücke. Sauber gefahren. Da verliert sie kaum Speed, das ist richtig gut. Oh, auch da. Moment. Und weiter geht's. Weiter geht's. Oh. Ha.
Achtung, Vorsicht, Nico, Sie kommen durch. So, und durch. Alena. Alena, wenn sowas in der Schule passiert, nennt man das Folgefehler. Ja? Ja? Aber ist egal, müssen wir jetzt gar nicht groß drum herum rechnen. Der war deutlich, natürlich auch mit den Berührungen der Hindernisse, war der deutlich langsamer als der erste. Also es bleibt bei 55,4. Da bricht es alles über dir herein. Ja? Konnte gut, dich dass grade... der Helm an war. Genau. Ja, so sieht's aus. Du hast dich ja proaktiv dafür entschieden, so zu fahren. Du hast gesagt, du brauchst das Frischluftfeeling. Ja? Lange genug unter Helmen gefahren, unter schwierigen klimatischen Bedingungen. So, was muss ich jetzt? 4 Sekunden muss ich noch rausholen, oder? Nico, zweiter Durchgang für dich. Start frei. Dann. So, und Nico ist unterwegs. Da hat er die Kurve schon deutlich enger genommen als beim ersten Versuch. Sehr gut gemeistert. So, jetzt einmal um die Tonnen rum jeweils. Ah, da war eine Berührung da. Das haben wir gesehen. Sehr gut. Und rein in... aber sehr gut gerettet. Jetzt Vorsicht. An der gleichen Stelle. Ich bin aber auf dem Gas geblieben, ne? Hast du gesehen? Ja. Wir haben es gesehen. Ich bin doch heilfroh, dass wir diese Bögen doch nicht aus Beton genommen haben. Ja? Alles wieder auf Position. Also, das ist schon ein großer Spaß mit den Dingern. So, bereit? Ja. Dritter Durchgang. Ja, jetzt die letzte Chance, deine eigene Zeit noch mal zu verbessern, Alena. Ja. Die Strecke ist wieder freigegeben. Auf geht's. Zeit läuft. Oh, gut austariert. Ich gehe schon mal ein bisschen auf. So, und jetzt kommt wieder die Königsdisziplin. Oh, das ist jedes Mal eine Augenweide, wie sie da durchgeht. Vorsichtiger. Nee. Sehr gut, Alena. Perfekt gemeistert. Das könnte ein neuer, idealer Durchgang werden. Die eigene Leistung noch mal verbessern. Und es geht. Yeah. Fehlerfrei. Fehlerfrei durch die Strecke gekommen. Sehr gut gemacht. Und eine neue Bestzeit. Es waren 52,9 Sekunden. Also. Jetzt geht's. Also, ich bin ja gegen Schumacher und Hamilton gefahren, ja? Das waren aber einfache Gegner im Vergleich zu Alena. Das ist mal ganz was anderes hier heute. Ja. Und das ist jetzt ein anderes auch, Level. Das ist auch kein Qualifying mehr, ja? Das ist jetzt wirklich also ich hab richtig der Kampf um die Krone wie beim Qualifying früher. Mhm. Ja. So, geht los, ja? Bisschen Unterstützung Strecke bitte. Zwei. Ja. Ja, geht los. Ja, du kannst. Bisschen verkantet an der Stelle. Ja, gut rumgekommen. Ich muss das genau im Blick behalten, dass hier keine Berührung stattfindet. Ah, da war eine Berührung. So, also eine Strafsekunde haben wir. Gut. Und jetzt kommt die berühmte Wendelücke.
Ja, hier darf man nicht zu viel schwimmen, aber gut genommen. Nico kommt hier gut durch, sieht gut aus. Jawohl, Gas geben. Gas geben, nicht den Schwung verlieren. So, rein in die Zielgerade. Ja, Nico. Oh, das wird ganz knapp, das wird ganz knapp. Und ich würde mal sagen, Alena, ich würde mal sagen, gut, dass du deine Zeit noch mal verbessert hast. Damit gewinnt Alena das Mini-Kartel. 5,